Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Pokémon-Kanal. Ja, meine lieben Freunde, Karmesin und Purpur steht in den Startlöchern. Nicht mehr weit hin, nur noch, ich glaube, 3 Wochen. Dann ist es soweit, dann sehen wir endlich die geilen Karten von Karmesin und Purpur. Aber vorher gibt es ja auch noch die Preview-Skits, die stehen ja schon in den Startlöchern. Ich glaube, nächste Woche, glaube ich, kommen die schon raus, die Preview-Skits. Wir kriegen die leider nicht, wir kriegen nur Playstores, also auch Läden, die Turniere veranstalten. Ja, darum geht es aber heute nicht. Heute geht es um Restocks. In letzter Zeit kamen mehrere Produkte raus, die Restocks erhalten haben. Und da zeige ich euch heute mal ein paar, die entweder schon welche erhalten haben, Restocks, oder die noch welche bekommen werden. Aber ganz wichtig, Restocks, nicht Reprints. Erkläre ich euch nachher noch den Unterschied. So, fangen wir an. Let's go. So, Freunde, den Anfang machen die Seraora und Deoxys V-Star und V-Max Kampfboxen. Diese erhalten nochmal einen kleinen Restock Ende März. Jawohl. Weiter geht's. Waren ja auch gute Booster drin, by the way. Verlorene Ursprung 2-mal. Einmal Fusion und einmal strahlende Sterne. Richtig gut. So, dann machen wir weiter mit der Arceus-Kosser. So sieht er aus. Der kommt auch nochmal Ende März reingeflattert. Jawohl, das ist der einzige Restock, den ich bestellt habe. Und zwar, verlorener Ursprung. Da, hier kann man auch ganz gut dran erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Not for retail sale before September 9, 2022. Das ist noch der erste Print Run, also ein Restock, kein Reprint. Wenn dort nicht steht, not for retail und dann an den Datum, wo es rausgekommen ist, sondern da steht dann gar nichts, dann ist es ein Reprint. Ganz wichtig, Unterschied zwischen Restock und Reprint. Jawohl, aber genau, da gab es auch einen kleinen Restock. Also wir haben 36 Displays oder so bestellt, jetzt nicht übermäßig viel. Wie gesagt, kleiner Restock. Dann machen wir weiter mit Pokémon Go. Aktuell schon verfügbar, zumindest bei Amigo, kann man nochmal nachbestellen. Die Pokémon Go Special Collection Boxen von den jeweiligen Trainern. Die immer für 42,50 UVP. Die es immer gab. Hat man wahrscheinlich schon günstiger gekriegt, weil, seien wir mal ehrlich, keiner will mehr Pokémon Go, oder? Seid ihr noch, holt ihr euch noch Pokémon Go-Produkte? Also, ich nicht mehr. Machen wir weiter. Weiter geht's mit den Tins von Galagladi, Rotom und Giratina. Die sind aktuell schon noch verfügbar oder schon wieder verfügbar im Restock quasi. Ja, als nächstes haben wir die Dialga und Palkia V-Star Premium Collections, Ur-Palkia und Ur-Dialga. Die haben auch nochmal einen kleinen Restock bekommen. Die waren ja sehr, sehr beliebt am Anfang und die waren richtig schnell weg bei uns. Also ich weiß nicht, aber auch die Promos daraus waren gar nicht so günstig. Also über 10 Euro kamen die, glaube ich, pro Promo. Ich glaube 10, 15 Euro, so ein Pi mal Daumen. 10, 15 Euro. Ja, die haben auch nochmal einen Restock bekommen. Ich glaube, so sind wir schon durch. Ich gucke nochmal rein hier. Lädt immer so lange. Ja, Freunde, damit sind wir durch mit den Restocks für dieses Video. Ja, bleibt gerne dran, guckt weiter und abonniert, um keine Videos und Restocks vor allen Dingen mehr zu verpassen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und weiter gucken.